Ja, hallo Dirk, du bist Teilnehmer jetzt am Wochenende bei diesem Mastermind Brain Trust Treffen, dieser besondere Austausch von Tanzschulinhabern. Was war denn für dich bisher das Highlight? Kanntest du vorher Brain Trust oder Mastermind? War dir das ein Begriff? Also gehört hatte ich das schon mal, selber erlebt noch gar nicht. Okay. Von daher war das jetzt wirklich so mal das erste Mal wirklich in der Praxis. Und ja, was es gebracht hat, auf jeden Fall dieses Miteinander, dieses sich gegenseitig unterstützen, ist halt eben mal was anderes, als was man sonst gewohnt ist. Ja, normalerweise ist Seminare ja, dass irgendwie vorne jemand steht und er bringt was bei oder selbst irgendwie ein Gruppenaustausch, wo sich Unternehmer treffen, die laufen ohne viel Struktur ab. Und hier haben wir ja diese 15-Minuten-Sessions, ständig ein neues Thema. Und gerade heute Morgen hatten wir dann das, was die Amerikaner Magic Happens nennen, wo auf einmal so aus allen Ecken und auf einmal ganz viele Ideen kamen. Wie war das für dich heute Morgen? Ja, also dadurch, dass ich auch einen Teil dazu beitragen konnte, war das ja halt schon mal super. Es ist sehr, sehr viel positive Energie, die dann auch an die anderen mitgegeben wird und die man selber natürlich dann auch irgendwo von sich wieder, also auch mitnimmt. Ja. Es ist ja ganz klar. Also, aber je mehr man gibt, desto mehr kriegt man auch. Was waren deine drei Highlights bisher am Wochenende? So drei Themen oder drei Punkte, wo du sagst, boah, das war besonders stark? Das eine Thema ist halt eben Umgang mit Mitarbeitern allgemein gewesen, Tipps von den anderen dazu zu bekommen. Das zweite ist auch wirklich der Umgang mit den Kunden nochmal vor Ort gewesen, dass man gesagt hat, Mensch, was für Anschreiben benutzt ihr eigentlich, mit welchem Wording geht ihr vor und so weiter. Mhm. Und Punkt 3 ist gewesen, dass die Gruppe an sich eigentlich. So, also dieses Mitkriegen der Gruppe ist schon sehr, sehr stark. Das macht fast mehr Eindruck als jetzt vielleicht noch ein spezielles Thema manchmal. Ja. Würdest du Brain Trust oder so Mastermind-Treffen auch anderen Unternehmern oder speziell Inhabern von Tanzschulen empfehlen, um also von außen einen Blick auf das eigene Unternehmen zu bekommen, Feedback auch von anderen zu bekommen? Ja, sofort. Also. Okay. Ja, vielen Dank, Dirk. Danke dir.